Da sind wir wieder mit unserem Let's Play-Druiden Gypsy4. Der ist jetzt gerade Level 10 geworden und wir müssen uns jetzt für eine Spezialisierung entscheiden. Gleichgewicht, Wildheit, Wächter, Wiederherstellung. Inzwischen kann man ja überall immer zu wechseln. Ich überlege gerade, was am meisten Sinn macht, um schnell zu leveln. Wahrscheinlich tatsächlich Healer oder Wildheit. Wildheit wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen durch Anspringen und alles sowas. Ich würde jetzt trotzdem mal mit Wiederherstellung erstmal gehen. Würde ich jetzt mal sagen, ja, wir gehen erstmal wieder Herstellung, oder? Aber dann müsste ich Voodoo wieder aktivieren. Das würde ich nicht vermeiden. Egal, wir gehen mit Wiederherstellung und dann machen wir halt Voodoo an. Moment, wir haben jetzt hier T, dann machen wir hier G drauf und hier machen wir V drauf, ne? Sehr schön. So, jetzt haben wir unseren Heal-Dudu am Stissel. Für den Heal-Dudu brauchen wir eigentlich. Und nee, das können wir eigentlich so lassen. Eigentlich können wir es fast so lassen. Dann nehmen wir Mondfeuer. So, dann müssen wir aber Dings wieder aktivieren. Dann müssen wir Voodoo wieder anschmeißen. Das ist halt unser Heal-Addon, mit dem wir arbeiten würden. So, da ist es. Voodoo. Gruppe 1. Ich mir rüber. Das kann hier bleiben. Voodoo Buff Watch kann auch hier bleiben. Voodoo. Mal gucken, ob hier 5 untereinander passen. 2, 3, 4 könnte knapp werden. Ups, so. Allgemein, wo ist die Skalierung? Tools? Move. So viele Farben. Fenster. Hier Fenster. Fensterrahmen, Abstand, Breite. Größeneinstellungen, Balkenhöhe, Balkenbreite. Ich hätte die gern etwas breiter. Ja, so ist gut. So ist gut. So ist gut. Etwas breiter ist immer gut. Das haut ja auch hin. Ja, das haut hin. So, dann die Zauber. Linke Taste. Ne, die brauchen wir ja nicht. Die brauchen wir erstmal nicht, ne? Oder? Rechte Taste nachwachsen. Linke Taste Verjüngung. Ist es Verjüngen oder Verjüngung? Verjüngung. So. Kies. Brauchen wir noch nicht, ne? Wir gehen erstmal mit der Maus, dass wir quasi Verjüngung und Nachwachsen auf den Maustasten haben. Ich könnte mir das halt auch auf Dings legen. Genau, so geht's. Wunderbar. Ausreisegestalt, perfekt. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So, dann spielen wir jetzt erstmal Heal-Dudu. Ich müsste eigentlich die anderen eigentlich auch leveln. Auf Vielseitigkeit gibt es hier ein besseres Trinket für?
Wiederherstellung. Nö, nee, alle nur Second Stats. Okay, okay, okay. Scharfes Auge der Bestie könnte ich noch spielen statt schnelle Hand. Dann machen wir scharfes Auge der Bestie mit rein. Ja. Genau, genau. Ich hab das mal der Tyrannei, was ist das Ausdauer? Ja, der Rest passt ja, ne? Das passt ja. Okay. Der macht, glaube ich, als Heiler sehr gut Schaden hier, weil das skaliert. Ja, ja. Das skaliert. Da haut er als Heiler ganz gut raus. Wäre geil, wenn wir diesen Masranachi finden, den, den Ebenenschreiter. Der gibt gut EP. Ich bin außer Reichweite. Die wollen wir schon haben. Die wollen wir schon haben. Der gibt einfach gute Erfahrung. Der wäre schon nice. Das ist zu weit entfernt. Das wäre schon nice, wenn wir den kriegen. Der gibt gut EP. Der Heiler geht schon mächtig nach vorne, ja, muss man sagen. Muss einfach weil durch das Scaling halt, ne? Wenn wir den jetzt nicht finden, ist alles schlimm. Den jetzt nicht unbedingt aktiv suchen. Eigentlich brauche ich ja mein Reittier gar nicht, ne? Wenn ich die Reise gestellt habe, geht ja alles gut ab. Reittiere bei Tauren sind halt eh immer viel zu groß, ne? Reittiere bei Tauren sind halt einfach immer riesig. Wir können jetzt auch Dungeon gehen. Aber das wäre ja Atal d'Azor. Den will ich natürlich nicht heilen. Ich will Dings, Flammenschlund. Das ist zu weit entfernt. Dass man das in Reisegestalt looten kann, ist halt wirklich ein 1 plus, ne? Muss man einfach so sagen, dass man in Reisegestalt die Kräuter farmen kann, ist halt der absolute Oberhammer. Passiert ja später auch als Vogel. Ich kriege langsam Kohldampf, Freunde. Ich kriege langsam Kohldampf, es ist gleich Mittagszeit. Yippie, Mittag. Ein bisschen machen wir noch. Wir fahren erst Nachmittag in den Zirkus. Ist zu weit entfernt. Dann müssen wir nach OG, nach Orgrimmar, eine Zeitlinie wählen, am besten Kataklysmus und dann schauen wir mal, dass wir in ein paar Instanzen reinkommen. Ja, wir müssen dann Dual-Spec noch machen, also ich muss dann halt
Am besten Wildheit oder Elementar oder irgendwas auch noch mit reinscheppern. Und Tank halt auch. Zum Schluss, ich weiß nicht, ob es halt Sinn macht, zum Schluss einfach alles zu spielen, ne? Gegenstand noch nicht benutzen. Das ist halt alles hier in Reisegestalt, geht es natürlich big, ne? Hey! Dann greifen die mich jetzt an. Ich soll doch glücklich sein, dass ich sicher helfen komme. Wo sind denn die jetzt so? Was soll denn das? Ist auch mad. Was ist mit den Erdgeistern? Hallo? Ich will doch nur helfen hier. Ich hab hier ein Totem bekommen, wo man euch. Wo, so eine Trommel. Wie soll helfen? Hört man nicht so, was soll denn das jetzt hier? Ich dachte, das ist Freunde. Noch nicht bereit. So, der geht auch klar. Perfekt. Ich kann komm diesen schon. Gegenstand noch nicht benutzen. Sei nicht mad. Er ist mad. Er macht wirklich. Der Geist ist unzufrieden und greift an. Ups. Lädt immer. Also diese Geister, wenn die unzufrieden sind, triggern die übelst, ne? Ich würde doch nur helfen, Mann. Hört immer auf so zu sein. Jo, perfekt. Okay, wir haben's. Alles klar. Ruhestein raus. Zack. Die beiden Quests abgeben und dann mit dem Flugreittier nach Dönerfeld. Jo, von da geht's weiter. Da können wir auch mal eine Instanz laufen. Ah, ich habe euch erwartet. Jo, ich habe die Quest erzählt, Bruder. Geschafft. Ich hab's geschafft. Also, ich hab's geschafft. Wir wollen noch die Trommel. Ich muss die Drecksarbeit machen. Nutzt das Leute, mit der Erdenmutter. Welches ist wir das? Sehen uns wieder. Ist da, ja, da machen wir das halt auch noch schnell, oder? Egal. Den kleinen Umweg, das macht jetzt, glaube ich, den Kohl nicht fit. Es würde wahrscheinlich schneller gehen, wenn wir den Umweg nicht machen würden. Muss man eben schauen. Wir haben auf Wiederherstellung. Guck mal, hier haben wir nämlich auch, hier kriegen wir auch rasche Heilung. Verbraucht den Effekt von Nachwachsen, Wildwuchs oder Verjüngung, um einen Verbündeten sofort zu heilen. Wichtig und richtig. Eisenburke, Heilung der Natur. Wir können halt auch den Rest noch skillen, ne? Wir können halt auch noch. Also wir müssen halt einen eigenen Skillbaum machen für Gleichgewicht, Wildheit, Wächter, weil wir spielen dann halt auch alles. Nur beim DD weiß ich nicht, ob wir dann auf Ele lieber gehen. Auf Ele wahrscheinlich auch. Eule lieber gehen oder eher auf Katze. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Katze ist halt ziemlich schnell, ne? Ich bin außer Katze ist halt ziemlich schnell. Der Movement Speed ist da halt ziemlich geil. Wenn volle Hütte Katze spielt, der Movement Speed, der ist schon wild. Ich dachte, wir finden den Vogel, den Masranache, das wäre cool gewesen. Der gibt richtig schön EP nochmal. Uns fehlen 2500, das gibt 1,4 oder so, ne? 1,4. Wäre schon cool, wenn wir, bevor wir die erste Instanz gehen, rasche Heilung noch hätten. Obwohl, wir können ja auch als DD rein, ist eigentlich Latte, ne? Als DD anmelden, umspecken. Das Richtige für euch. Wir sehen uns. Hier ist Wolfsfleisch, hier können wir noch mal ein bisschen kochen skillen nebenbei.
Bisschen Kochskills nehmen wir noch mit. Grüße. Seid gegrüßt. Möge die ewige Sonne euch beschenken. Echt mit irgendeinem Typen. Mach mal. Wieso wird die Quest jetzt wieder nicht mehr automatisch angenommen? Komisch, ne? Was führt euch hierher? Zwei Wochen mal einen Zwillingsmond. Was geht ab? Trink von dem Stammesfeuer im Dorf der Bluetooth für das Wasser der Vision. Also das hier. Da macht er los, der Wolf. Ui! Wow! Der ist einfach ganz hier heim dran. An was tüftelt der Druiden denn da rum? Was denn? Wo will er hin? Boah, der wird doch nicht hier hoch machen, oder? Ich wollte ja eigentlich nicht Mulgore ausquesten. Wir haben ja nicht Classic. Wir sind schon Level 10. Alles wird gut. Der bringt mich bestimmt da hoch. Oh, das wäre aber nicht schlimm, weil wir können dann hier vielleicht den, so, das ist ein Rare, der patrouilliert wieder, ne? Der Kratzer. Rare gibt halt gut EP. Also Rare und auch Schätze und im Low-Level-Bereich sogar das Kräuterfarmen gibt gut EP. Also wer schnell leveln und nebenbei noch Geld machen will, dem kann ich Kräuter, Farm und Erz sehr ans Herz legen. Weil es gibt halt nebenbei auch gut Erfahrungspunkte und man kann den Shit verkaufen für gutes Geld. Gerade die Low-Level-Sachen, sowas wie Kupfererz und so, das geht immer. Immer. Das geht immer. Hier liegen schon tote Fichtos rum. Und der Rare schon... Und der Rare schon Asche, ne? Seid gegrüßt. Vorsichtig. Ah, ich habe euch erwartet. Geht mit der Erdenmutter. Wie kann ich euch helfen? Mögen die Vorfriede sei mit euch. Hier gibt es grüne Handschuhe. Die nehmen wir aber mit. Sammelt 6 Azurblaue und 6 bronzene Federn. Ich hoffe, die Quests sind nicht so weit auseinander. Rie-Alpha-Zahn, Azurblaue Federn. Ja, okay. Was wir noch machen können, das können wir eigentlich gleich mal machen. Müssen wir mal schauen, ob Transmog-mäßig schon was geht. Ja, Handschuhe und so geht halt noch nicht. Du ist eh hinfällig beim Taure, egal. Schuhe, egal. Der Kratzer. Das wäre halt schon cool, wenn wir den Rare hier irgendwo noch finden. So, warte mal, rasche Heilung? Rasche Heilung ziehe ich mir hier ganz rüber. Verjüngung ziehe ich mir rüber, Nachwachsen ziehe ich mir auch hier rüber. Eigentlich brauchen wir das alles nicht. Jetzt Voodoo aktiviert habe, brauche ich das alles nicht. Weil dann spielen wir das einfach über Voodoo runter. Dann mache ich mir vor Jüngen linke Taste, Nachwachsen rechte Taste. Und dann machen wir einfach... Dann nehmen wir die Bar einfach an hier und gehen dann mit den Klicks einfach mit. So, Moment, wir machen da Nachwachsen 1, Verjüngen 2, rasche Heilung 4. Ja genau, und das bleibt danach einfach bestehen. So, dann machen wir da jetzt hier, zack, zack, hieß lokal, neue Zuweisung,
Jüngmumu. Bei Jüngmumu. Ballern das hier auf 1. Zusätzlich machen wir Nachwachsen auf 2 und dann machen wir rasche Heilung auf 4. Zack. So, jetzt müsste es so gehen, wenn ich jetzt hier mit der Maus über meinen Namen fahre und drücke dann die 1. Ich kann es euch nicht mal zeigen. Jetzt mit der Maus über meinen Namen fahre. Drücke dann die 1 auf meiner Maus. Haut eine Verjüngung raus, bei der 2 nachwachsen. Bei 4 rasche Heilung. Boom. Wenn ich nicht auf meinem mit meinem Mauszeiger auf meinem Namen, macht er bei der 1 stattdessen Zorn. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hier, jetzt macht er Zorn. Fahre ich mit der Maus über meinen Mauszeiger, macht die 1, haut der Verjüngung rein. Dann haben wir das schon mal doppelt belegt. Und dann können wir uns noch Makros schreiben, dass wir das über Alt und STAG dreifach belegen können. Dann haben wir nachher 48 Tasten nur auf der Maus. Plus linker, rechter Trigger, plus mittlere Taste und Rad nach unten, oben lasse ich auf Zoom. Also plus, also 51 Tasten. Dann haben wir 51 Tasten, Freunde, nur auf der Maus. Da kann man ja ganz entspannt nur mit der Maus spielen. Also ich kann ja ganz entspannt auch mit einer Hand komplett alles machen. Also ich kann hier den Kollegen triggern. Ich kann mich selber heilen. Ich kann stattdessen ihn casten. Ich kann looten, ich kann mich bewegen. Ich kann alles mit einer Hand machen hier. Und das ist natürlich echt entspannt, ne? Wenn man jetzt nicht wie wild auf der Tastatur rumscheppern muss die ganze Zeit. Ich laufe natürlich trotzdem mit WASD, weil es einfach angenehm ist und ich wechsle auch das Target da. Und ich habe mir jetzt auch meine Gestalten habe ich mir jetzt auch auf die Tastatur gelegt, dass ich also nicht hier klicken muss, sondern ich kann jetzt ganz einfach hier Reisegestalt oder Tiger oder halt Bär gehen. Ich muss das dann nur halt für jede Skillung noch mal so ein bisschen grob anpassen und dann läuft das. Ich könnte jetzt auch nur mit der Tastatur spielen, ne? Das würde auch gehen. Also ich kann jetzt komplett dual spielen und habe alles mehrfach belegt hier. Das ist zu weit entfernt. Das ist alles looten, ne? Auch die grauen Sachen mitnehmen. Das habe ich gerade von Dings ein bisschen drin, von Classic ein bisschen drin. Da musst du halt wirklich alles mitnehmen, damit du dir überhaupt nachher Reiten leisten kannst irgendwie. Näher ran.
Da muss man schon sagen, dadurch, dass Heilung, wenn man Solo spielt, ein bisschen hochskaliert vom Schaden, ist man wahrscheinlich als Heal-Druide noch stärker als alles andere aktuell. Auf dem Level zumindest, ne? Ich glaube, da bin ich aktuell als Heal-Duo extrem stark unterwegs. So, wir müssen hier noch die Teridus der Weisheit und Eindringel der Brustnacken müssen wir machen. Und Prairie Alpha Dingsbums. Man könnte jetzt auch entspannt schon mal Zeitzone wählen bei Chromie und auf wirklich auf eine Instanz zu heilen, ne? Aber ich will erst die ganzen Skillungen anpassen, dass wir tanken oder heilen oder DD spielen können, alles so wahlweise. Das wäre echt das Schönste, das Angenehmste für mich. Ich bin außer Reichweite. Ah, da sind sie schon, der Eindringlinge der Brustnacken, Junge. Scheiße. Jemand im Chat vielleicht, der noch Bock hat auf eine Runde Warzone gleich? Ist jemand im Chat, der Bock hat auf eine Runde Warzone gleich? Ich würde noch was essen vorher ein bisschen. So, dann haben wir die Quest auch fertig, wenn die Brustnacken alle liegen. Jetzt machen wir die hier noch. Quest abgeschlossen eigentlich nicht, oder? Eigentlich ja nicht. Wir oben die Pflanze noch mit einem Abwurzeln. Die dort mal zu mir. Die dort mal so mächtig zu. Ich muss näher ran. Dann gehen wir Bär. Wir haben noch eine Kuchen hier unten. Komm ich jetzt hier nicht hoch oder was? Wo ist denn rum? Boah, wie anstrengend. Wie anstrengend. Richtig Hüllkleid, Junge. Oh. Moin, es geht. Also ich muss sagen, als Let's Play so macht mir das richtig Spaß hier. Bin ich ehrlich, als Let's Play macht mir das richtig Spaß gerade. Da macht mir auch Druide richtig Spaß. Obwohl das eigentlich nicht so meine Klasse ist. Aber darum geht's ja, dass man auch mal was spielen, was man sonst nicht spielt. Oh, ein Kanickel. Wie süß. Ist zu weit entfernt. Ich bin das ist schon sick, wie schnell der die Kräuter sammelt, ne? Muss man halt sagen. Das ist schon richtig sick, wie schnell der die Kräuter aufnimmt. Also diese Zähne scheinen aber schwer zu kriegen zu sein hier. Ich habe jetzt schon 4 solche oder 5 solche Alphas getötet. Komm nicht an die Zähne ran. Ist noch einer? Okay, jetzt haben wir einen zweiten Zahn. Das ist zu weit entfernt.
Nix, Frau-Karte. Da bringt uns nix. Da ist noch ein Alpha. Ich muss näher ran. Gar nichts, perfekt. Hat einfach gar nichts. Gar nichts. So, ja. Ich bin außer Reichweite. Shepard. Jo, haben wir das auch, perfekt. Wieder zurück. Der Rare ist leider nicht da, ne? Der Kratzer. Der Kratzer. Für Traffic, ja, hier ist noch irgendeiner am Questen, der hat den wahrscheinlich mitgenommen. Der Rare ist nicht ab. Shit. Schade, Rare so nebenbei mitnehmen macht immer sehr gut EP auch, ne? Einfach sagen, macht sehr gut EP. So. Seid gegrüßt. Haben wir einen schönen Gürtel bekommen, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt kriegen wir noch ein paar Handschuhe. Das ist auch sehr gut. Plus Level up. Gürtel, Handschuhe, wichtig, weil es halt nicht zum Erbstücke-Dings hört. Eisenborke. Die Haut des Ziels wird so hart wie Eisenholz. Was für 12 Sekunden erlitt den Schaden um 20% verringert. Das könnte man mit hier hinziehen. Dann haben wir es halt mit jedem Speck. Ja. Also ich muss schon sagen, hier Druide, also als Heilungsspec scheppert der mies rein durch das Scaling, was da drin ist. Der macht hier wahrscheinlich als Heal-Dudu mehr Schaden als die meisten DDs, nehme ich mal ganz stark an. Macht wahrscheinlich, wenn wir da in eine Instanz gehen und ich mache als Heiler mit Schaden, der würde wahrscheinlich den Schaden von einigen toppen, nehme ich mal ganz stark an. Nur durch Mondfeuer, alleine schon. Es ist wirklich big dick damage. Big dick damage. Der scheppert richtig. Er ist schon sick, wirklich. Der macht schon wirklich massiv guten Schaden. Kann nichts anderes sagen. Da müssen wir uns mal nur Gedanken machen. Warte mal, das ist ja ein Heal-Spec, oder? Das ist ein Heal-Spec eigentlich. Eisenbrocken. Die Haut des Ziels wird so hart wie eine Eisenbrocken. Ah, jetzt check ich's. Dann muss ich das auch auf Voodoo legen. Sei vorsichtig. Dann packen wir das auch in Voodoo mit rein. Dann machen wir das auf den 11. 11. Dann knallen wir das auf der 11. 11. Ich bin außer Reichweite. Und scheppern das in Voodoo mit rein. Moment. Plus. Das heißt Eisenborke. Eisenborke. Auf die 11. Also auf SZ ist das jetzt hier. Jo, funktioniert. Perfekt. Perfekt.
So, jetzt müssen wir nach Dönerfels. Dönerfels, da geht's hoch. Hier können wir schon mal nebenbei. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Eines Eiwolfsfleisch können wir zum Kochen nehmen. Reparieren. All unsere Freunde sind viel Glück. Stolper! Riech! Mögen eure Füße gute Pfade finden. Ich habe genau das, was ihr sucht. Das kann man nämlich auch Transmog-mäßig ausrasten hier. Warte mal, habe ich, ist das Hochbergtauchen, was ich habe, oder ist das Tauchen, was ich habe, die Dingsrüstung, das Hochbergtauchen, ne? Ja, shit. Tauchen muss ich noch machen, Tauchen, die Legendary, Dingsbums. Die müsste ich mit dem Krieger am besten holen. Mit dem No, das ist Tauchen. Dass man so ein bisschen ein nostalgisches Set halt auch hat, ne? So ein bisschen nostalgisch unterwegs ist. Für Chromie Time müssen wir nach Orgrimmar, oder? Komm schon. Ah, ich habe das Richtige für euch. Chromie Time müssen wir nach Orgrimmar. Scheiß Kriegsstab, das ist geil. Dann hat er auch den Ring. Wie den Sanders verschollenes Band. Da muss ich auch unbedingt mal rein. Muss ich auch unbedingt mich mal kümmern, dass ich mal einen Ring als Erbstück kriege. Wäre auch wichtig. Was führt euch hierher? Wie kann ich euch helfen? Mögen die Vorfahren euch schützen. Geht mit der Erdenmutter. Boah, der ist so geil hier. Kroski, der Unüberwindbare. Guck mal, er hat so richtig dieses Burning Crusade Classic Set. Bane! Sohn von Cairn. Siegt Orno Grimmtotem im Steinkreis. Was? All jene, die vor uns hier waren. Ich bin Kommandant Bagran. Also, da geht's um Orgrimmar. Jetzt geht's nach Orgrimmar, ne? Den könnten wir eigentlich schnell noch mitnehmen hier, den Bray. Grüße. Habt günstige Winde. Warte mal, das können wir auch machen hier. Geht mit der Erdenmutter. Können wir auch noch schnell mitnehmen. Müssen wir nur angeln. Was angeln? Angeln. Hier mit hinlegen. Und dann nehmen wir diese Kochkunst-Dings noch mal. Mögen euch die Winde leiten. Ich habe euch erwartet. Wir sehen uns wieder. Easy EP, oder? Easy EP müssten es sein, ja. Ganz easy EP. So, jetzt haben wir hier unten noch Tante Gewürze und noch irgendwas. Ihr wollt sprechen? Möge die ewige Seid Sonne euch bescheiden. Das sind die Gewürze, ich perfekt. Muss näher ran. Und da haben wir noch. Perfekt. So, dann machen wir jetzt das mit dem Fisch noch schnell fix. Hier, Azura Schlangenkopf. BFA Missionsrichtlinie können wir auch noch mitnehmen. Wo wir einmal da sind. Vorwärts zum Sieg! Oh, angeln wir jetzt schnell hier die Dinger raus, Freunde. Oh, auf entspannt. Da müssen wir, glaube ich, auch schon wieder einen Cut machen.
Da mache ich eh erstmal Mittag. Ich hoffe, die striken mir nicht komplett die Audiospur. Das wäre echt nervig, wenn die mir die Audiospur stumm stellen wegen der Musik. Eigentlich ist es extra so Copyright-Safe-Mucke. Aber da hatte ich letztens auch schon mal was dabei, wo trotzdem gestrikt wurde wegen. Im Moment sind sie bei mir ein bisschen garstig mit der Musik. Sag euch ehrlich. Ich muss dann instant den Download machen. Ich muss dann ganz instant den Download machen. Aber der levelt hier unten Angeln gar nicht. Wieso levelt denn der Angeln nicht? Gibt's das nicht mehr? Angelskills? Müsste doch eigentlich, gibt es doch Angelskills. Ja, hier. Hier, Angeln. 1 von 300. Hä? What the fuck?